Hallo? Ja, nein, der gnädige Herr ist im Moment leider nicht hier. Ach, Sie sind's, Fräulein Judith. Von wo sprechen Sie denn? Oh, schon vom Flugplatz. Das ist aber schön. Oh, und ob sich der gnädige Herr freuen wird. Ah, es soll eine Überraschung sein. Na, darauf können Sie sich verlassen. Der wird schön überrascht sein. Also, bis gleich. Auf Wiederhören. Nun ist das ein Leben. Nein, das ist wirklich kein Haus für ein anständiges Dienstmädchen. Und dabei habe ich in Religion immer eine Eins gehabt. Sie sind's. Guten Tag. 20 Minuten bis zum Bahnhof. Hin und zurück. Wie schön. Ich hatte schon solche Sehnsucht nach Ihnen. Dabei musste ich noch auf den Koffer warten. In Fulda ist das alles viel einfacher. Wo nur alte, viele Leute herkommen. Wahrscheinlich aus der Provinz. Ja, aber so groß ist doch Fulda gar nicht. Sie werden doch hoffentlich nicht allzu lange hier bleiben wollen, oder? Sonst mal sind Sie zu allen Gästen von Bernhard so freundlich. Ich meine es ja nur gut mit Ihnen. Das ist kein Leben hier. Die eine geht, die andere kommt. So geht das Tag für Tag, Nacht für Nacht. Wie bitte? Oh, pardon. Aber es klappt doch alles großartig. Möglich, aber wissen Sie, was das ist? Unmoralisch. Höchst unmoralisch. Ich fürchte, jetzt urteilen Sie ein bisschen zu streng, liebe Frau Bertha. Fräulein, wenn ich bitten darf. Haben Sie das noch nicht bemerkt? Oh, natürlich. So etwas sieht man doch auf den ersten Blick. Entschuldigen Sie, Fräulein Bertha. Bitte. Übrigens wird die Schweizerin gleich hier sein. Sie hat angerufen, dass sie früher kommt. Ach, das macht ja nichts. Jacqueline ist ja schon abgeflogen. Na, das schon. Nur bleibt die Schweizerin diesmal 3 Tage. Oh. Das war aber nicht vorgesehen. Nein, und das wird ein ziemliches Durcheinander geben, denn Janet, das ist die Amerikanerin, Janet kommt ja bereits am Montag zurück. Ach was, heute ist ja Samstag, Bernhard wird da schon schaukeln. Wo kann ich meine Sachen auspacken? Ach, wo Sie wollen, nur dort nicht. Das ist das Zimmer vom gnädigen Herrn und seinen diversen Frauen. Wenn Sie vielleicht das hier nehmen wollen, ist es das Gästezimmer. Danke, Sie sind so liebenswürdig. Sie sind mir nicht direkt unsympathisch. Übrigens tue ich nur meine Pflicht. Wo käme ich da auch hin, wenn ich mich noch mit dem Privatleben solcher Gäste befassen müsste? Wenn Ihnen das so unangenehm ist, warum kündigen Sie nicht einfach? Denke gar nicht daran. Ich habe eine bessere Methode. Ja, und was für eine? Ich mache die Augen zu. Ach, und das hilft? Bei Tag schon, aber unter uns in der Nacht, da sehe ich manchmal Bilder. Aber lassen wir das. Tragen Sie jetzt Ihre Koffer ins Gästezimmer, denn hier stehen Sie im Weg rum. Danke, zu gütig, aber wollen Sie mir nicht helfen? Leider. Ich muss mich schonen. Der Körper ist ein gar gebrechlich Ding. Er müdet schnell, nutzt sich ab. Die haben aber ein schreckliches Gewicht. Ich trage sie schon vom Bahnhof bis hierher, weil kein Taxifahrer war. Sie hätten eben weniger einpacken sollen. Sie haben wirklich etwas Aufmunterndes an sich, Frau Bertha. Fräulein. Es freut mich, dass Ihnen mein Charakter gefällt. Man trifft selten Leute, speziell unter den Arbeitgebern, die den Charakter eines Dienstmädchens richtig zu würdigen verstehen. Wir Dienstmädchen haben nämlich auch eine Seele. Wir sind ja, also dann bis auf später. Oh. Sie sind meiner überdrüssig. Schon. Nein, wieso? Doch, doch, Sie haben was gegen Dienstmädchen. Wie kommen Sie darauf? Wenn man zu einem Dienstmädchen sagt, auf später, heißt das so viel wie, verschwinden Sie. Aber so war es wirklich nicht gemeint. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, ich bin das gewöhnt. Der gnädige Herr beispielsweise lässt mich ja kaum einen Satz zu Ende sprechen. Dabei habe ich früher so gerne geredet. Wir waren zu Hause 11 Geschwister und ich alleine habe an einem Tag mehr gesprochen als die anderen 10 zusammen in der ganzen Woche. Ja, und jetzt sind Sie so wortkarg. Ja. Könnten Sie mir bitte einen Eiswürfel bringen? Nein.
Warum nicht? Der Kühlschrank ist kaputt. Schade. Sie scheinen mir recht verwöhnt. Sind Sie verheiratet? Nein. Gerade höchste Zeit. So? Doch, man wird alt, ehe man sich's versieht. Überhaupt die Männer. Also, na, hören Sie mal. Ich hoffe doch, hübsch noch ein paar Jahre vor mir zu haben. Ja, ja, das hofft man immer, meist vergebens. Ich hatte da zum Beispiel einmal einen Onkel, ein Mann in den besten Jahren. Nur nicht ganz so hübsch wie Sie. Danke, Bertha. Keine Ursache, Sie wissen ja nicht, wie hässlich der war. Der wollte endlich heiraten und am Tag der Hochzeit, da hat ihn dann der Schlag getroffen. Da war es natürlich zu spät. Sie haben wirklich etwas Aufmunterndes an sich. Also gut, wenn Sie mir schon so drohen. Ich habe tatsächlich die Absicht zu heiraten. Natürlich eine etwas reifere Frau. Wie meinen Sie das? Na, eine Frau, die Sie mütterlich umsorgen könnte. Ja, nein, also ich habe da eigentlich schon an eine etwas jüngere gedacht. So, eine jüngere. Von mir aus nehmen Sie sich halt eine jüngere. Sie werden schon sehen, wohin das führt, so wie bei Herrn Bernhard. Ja, aber Bernhard ist doch nicht verheiratet und klingt auch ganz schön. Schön nennen Sie das? Geschmackssache. Und um so zu leben wie Herr Bernhard, muss man schon eine eiserne Konstitution haben. Na und? Wer sagt Ihnen, dass ich nicht eisern bin? Oh nein, Sie sind eher zart beseitet. So etwas erkenne ich auf den ersten Blick. Oh nein, ich bin gar nicht so zart beseitet, wie Sie glauben. Ich bin ja noch völlig unausgeschöpft. In Fulda geht man täglich um 10 Uhr abends schlafen. Wissen Sie, was ich für Kräfte aufgespeichert habe? Täglich von 10 Uhr abends an speichere ich auf. Solche Kräfte! Na, der hat uns gerade noch gefehlt mit seinen unausgeschöpften Kräften. Eine Luke.
schauen dann die Sterne und der Mond zu mir herum. Und ich stelle mir vor, dass mein Bernhard im gleichen Augenblick zum Himmel schaut. Das kommt mir dann vor, als sehen wir uns über den Weltenraum hinweg in die Augen. Können Sie sich das vorstellen? Genau. Sie sehen den Packhäuser direkt in die Augen, über den Weltenraum. Und Sie halten sich sicher für eine romantische Märchen. Ja, also romantisch weiß ich nicht, aber ein bisschen verrückt schon. Ich weiß, man sollte über diese Dinge nicht sprechen. Man sollte sie tief in seinem Herzen für sich behalten. Das finde ich allerdings auch. Das Leben ist ohnehin schon kompliziert genug in diesem Haus. Aber Sie verstehen mich doch. Sie sind doch auch eine Frau. Oh nein, ich bin ein Mädchen für alles. Aber verstehen muss ich eine Menge. Ach Bertha, wissen Sie, wie Sie mir vorkommen? Sie sind für mich die Hüterin des häuslichen Herzens. Eine Vestalin. Also bitte, Fräulein, lassen Sie diese Bemerkungen. Ich bin immer anständig gewesen und nie so eine, wie Sie da eben gesagt haben. Aber Bertha, das ist doch eine römische Priesterin. Sie nähren für mich die Flamme der Leidenschaft im Herzen des Geliebten. Ja, also nähren tue ich Ihnen, das stimmt. Ach, wie ich ihn lieb. Jedes Mal, wenn ich ihn verlasse, bricht mir das Herz. Na, das muss aber wehtun, dreimal öffentlich. Aber wenn ich dann zurückkomme, beginnt es umso heftiger zu schlagen. Sie scheinen mir ein wenig leidenschaftlich. Ein wenig? Ich bin die Leidenschaft in Person. Aber so beruhigen Sie sich doch, Fräulein Judith. Strengen Sie sich nicht so an. Nehmen Sie sich das lieber auf, bis der gnädige Herr wieder da ist. Sie haben recht. Ach, ich sehe gerade, ich habe gar keine Zigaretten mehr. Würden Sie mir bitte welche holen? Gerne, ich beeile mich. Leidenschaft in Person. Ich begrüße in der Zwischenzeit unser kleines Nestli, unser Schlafzimmer. Das ist die Hauptsache. Ihre Frau Mama und ich
wohnten eine Nacht zusammen in Deutschland. Das stimmt. Ach, wie schön, dass wir gemeinsame Erinnerungen haben, Sie und ich. Sie sind ein Charmeur. Danke, und Sie sind eine Charmeuse. Verzeihen Sie, kleiner Schatz aus Fulda, Fräulein. Sie können mich ruhig Judith nennen, da Sie ein Freund von Bernhard sind. Mit Vergnügen, Judith. Ich heiße Robert Kast. Übrigens hat mir der Meister, ich meine Bernhard, seine Gastfreundschaft für ein paar Tage angeboten. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Aber nein, ich bin froh darüber, dass Bernhard einen Freund hat, der bei ihm wohnt. Dann wird er sich weniger einsam fühlen. Oh, ich weiß auch, was Einsamkeit bedeutet. Und bitte, Sie sagen ihm nichts davon, dass ich Sie geküsst habe. Aber das war doch leider nichts als ein Irrtum. Ja, ein Irrtum. Aber es war ein Kuss und ich möchte auf keinen... Beruhigen Sie sich, ich werde Ihnen nichts sagen. Allerdings, wenn es kein Irrtum gewesen wäre, würde ich auch nichts sagen. Ohne diesen Irrtum hätte ich Sie nie geküsst. Das ist Ihnen doch klar, oder? Ich habe diesen Kuss bereits vergessen. So? Das heißt, ich bin bereit, ihn zu vergessen. Gegen eine kleine Belohnung. Eine Belohnung? Ja, das ist doch ganz einfach. Um den ersten Kuss ganz zu vergessen, küssen Sie mich noch einmal. Ich soll Sie noch einmal küssen? Aber ich hätte ja dieses Mal nicht die geringste Entschuldigung dafür. Ich würde mir ganz sündhaft vorkommen. Aber jetzt vertreiben Sie ein wenig. Sie scheinen die Schweizer Seele schlecht zu kennen, oder? Ich gebe zu, ich kenne sie nicht sehr genau. Bis jetzt. Vielleicht fehlt Ihnen sogar das Unterscheidungsvermögen zwischen Gut und Böse. Aber ein Kuss bedeutet doch nichts Böses. Bei uns pflegt die Braut nur den besten Freund ihres Verlobten zu küssen. Ach, doch nicht auf den Mund. Ja, ich wüsste nicht, wohin... Schweigen Sie! Aber ein Kuss bedeutet doch nicht viel. Warum bestehen Sie dann darauf? Sie so hinreißend gründlich sind, so schweizerisch. Und außerdem haben wir gemeinsam eine Nacht verbracht. Das war meine Mutter. Aber es war in Fulda. Eben nicht in Fulda. Dann war es leicht erleben. Und was bedeutet schon ein einziger Kuss? Es wäre bereits der zweite. Der erste zählt ja nicht, den muss ich ja vergessen. Das stimmt. Aber Sie vergessen auch, dass ich Bernhard gehöre. Aber ich bin doch der beste Freund von Bernhard und ich bin erstaunt, dass der großzügige Bernhard eine so kleinliche Braut. Was haben Sie gesagt? Ich kleinlich? So, und jetzt können Sie nicht mehr daran zweifeln, dass ich ebenso großzügig bin wie Bernhard. Also bitte, ich muss zugeben, Sie können wunderbar großzügig sein. Und jetzt gehe ich in mein Zimmer und werde dort auf ihn warten. Aber Sie können mich doch jetzt nicht verlassen, jetzt in diesem Augenblick. Ich verlasse Sie nicht, ich lasse Sie nur allein. Sonst überzeugen Sie mich noch, dass Sie erst beim dritten Kuss die ersten zwei vergessen. Aber ich habe durchaus ehrenwerte Absichten. Robert! Sie vergessen, dass ich Bernhard gehöre. Das sagen Sie doch nur, weil Sie Angst haben, ich könnte Sie überzeugen. Nein, denn schließlich liebe ich Bernhard. Oh, gut. So, hier sind die Zigaretten, die ich holen sollte. Wissen Sie, dass die Schweizerin schon da ist? Ja, ich habe sie bereits geküsst. Gesehen. Ach, lassen Sie, ich werde Ihnen die Zigaretten bringen. Sie? Ja, warum nicht? Bitte, wenn Sie sich so drängen, werden Sie schon Ihre Gründe haben. Ja, und auf was warten Sie noch? Auch auf nichts. Sicherlich haben Sie draußen noch zu tun. Nein, im Moment nicht.
worauf Sie hier noch warten. Ah, Sie wünschen, dass ich gehe. Bitte. Ich wollte Ihnen nur eine kleine Freude machen. Wer ist das? Ich bin es, Robert. Was wollen Sie? Ich will mich ausruhen. Ich bringe die Zigaretten, die Bernhard die Bertha für Sie gekauft hat. Schön, dann kommen Sie herein. Vergnügen. Hier sind die Zigaretten. Danke. Nein, so lassen Sie doch. Judith, denken Sie doch an Fulda. Was sind das bloß für Männer in Fulda? Sie sollten sich wirklich schämen. Judith, ich bin täglich um 10 Uhr abends schlafen gegangen. Sie wissen gar nicht, was für Kräfte ich aufgespeichert habe. So, das sind wir wieder. Was? Sie auch? Nicht noch, da staunen Sie. Aber das ist doch unmöglich. Aber warum? Es war doch schon lange geplant. Nun hat es sich ganz plötzlich entschieden. Eben aber ich es Ihre Pfarrerin. Ich fliege ab jetzt mit Ihrer Zimmer-Karavelle. Ich kann die Nacht noch eher verbringen. Morgen früh, 11 Uhr, erster Start. Na, ist das eine Überraschung? Und was für eine. Na, du scheinst dich ja nicht besonders zu freuen. Vielleicht stört es ihn, dass ich zurück bin. Aber wie können Sie so etwas sagen? Ich jedenfalls freue mich, dass wir den Abend eher gemeinsam verbringen werden. Zu Hause. Bei meinem geliebten Bernard. Den ganzen Abend? Naja, das wäre noch zu überlegen. Also, ich zum Beispiel fände es ganz amüsant, wenn wir zum Beispiel nach Offenbach rausfahren und dort die Nacht verbringen. Du bist ein Genie, Bernhard. Im Grünen. Wunderbar. Offenbach oder sonst wohin, das ist ja egal. Aber so ein Tapetenwechsel, der wäre bestimmt sehr gut. Weil es doch so gemütlich ist bei uns. Ja, aber das Land hat auch seine Vorteile. Die Ruhe, die frische Luft, die Vögel inzwischen, die Grillen zirpen. Man entspannt sich. Ihr solltet so schnell wie möglich hinausfahren. Ja, wieso denn so schnell wie möglich? Warum drängst du denn so? Ich dachte, wir essen hier zu Abend und fahren danach gegen 11. Nein, nicht gegen 11. Warum nein? Es eilt doch nicht. Doch! Was heißt doch? Ich wollte sagen, natürlich eilt es doch nicht. Ich meine aber nur, gerade um diese Jahreszeit ist es im Grünen besonders schön. Man sitzt in einer Gartenlaube und isst ganz zartes Fleisch, gebraten oder gegrillt. Erstens esse ich doch kein Fleisch am Abend. Und zweitens möchte ich lieber Ehre bleiben. Ich bin so selten hier. Gut, wie du willst. Dann werden wir hier zu Abend essen und fahren danach gegen 11. Einverstanden? Aber gerade das Essen im Freien ist ja das Romantische. Die Vöglein zirpen, die Grillen zwitschern. Übrigens, was ich soeben mit Erschrecken bemerke, Sie sehen ein wenig blass aus. Blass? Ich werde gleich etwas Busch auflegen. Nein, nicht auflegen. Das war nur die Beleuchtung. Sie sehen glänzend aus. Ganz rote Backen. Rote Backen? Das ist ja schrecklich. Ich nehme etwas Gute. Oh, nein, bitte tun Sie das nicht. Sie würden etwas zerstören. Gerade so, wie Sie jetzt aussehen, ist es wunderbar. Sie sehen aus wie ein Bild von Picasso. Von Picasso? Ja, aus der Rosa-Epoche. Sie sind sehr charmant, lieber Robert, aber trotzdem, Sie müssen noch etwas lernen. Jede Frau macht sich vor dem Essen gern ein wenig frisch. Ja, das mag vielleicht für andere Frauen zutreffen, aber nicht für Sie. Sie sind vollkommen frisch. Aber Robert, jetzt beruhige dich doch. Ich bin doch vollkommen ruhig. Ich meine ja nur, dass deine Braut, ich meine jetzt Jacqueline, wunderbar aussieht und dass ich an eurer Stelle sofort hinausfahren würde, um den herrlichen Abend zu genießen. Ja, wir fahren doch später gegen 11. Aber ich will nicht, auch nicht um 11. Ich weiß doch nicht, was dich so plötzlich aufs Land hinaustreibt, wenn ich schon mal Zeit für dich habe. Naja, manchmal hat man eben das Bedürfnis. Stimmt, ich spüre direkt sein Bedürfnis. Eigentlich habe ich den Eindruck, dass es euch stört, wenn ich hier bleibe. Aber Jacqueline! Er will doch nur dein Bestes. Und deines, Bernhard, deines. Ich sollte
keine Sekunde warten und sofort hinausfahren. Jeder Augenblick im Grünen ist heilsam und jeder weitere Aufenthalt hier könnte fatal werden. Deine Gesundheit. Wie sein Temperament mit ihm durchgeht. Ich auf jeden Fall. Er will mich jetzt etwas zurechtmachen. Mademoiselle, ich bitte Sie, Ihre Stimme. Robert, du sollst den Frauen nicht immer wieder streichen. Bernhard, nun begreift doch endlich. Als ich hier ankam, hast du mir gesagt, ich soll mich hier wie zu Hause fühlen und hast mir dein Zimmer zur Verfügung gestellt. Unser Zimmer? Das soll ich gesagt haben? Ja, du hast gesagt, wohne wo du willst und fühle dich wie zu Hause. Naja, ich kann mich dunkel erinnern. Siehst du, du erinnerst dich daran. Dunkel. Ja, und jetzt habe ich gerade eben meine Sachen ausgepackt und alles liegt so herum. Und deswegen ist es mir peinlich, wenn eine Dame... Was gehen nicht ihre Sachen an? Ich werde gar nicht impfen. Trotzdem, es ist mir peinlich. Vielleicht liegt es daran, dass ich in einem Kloster erzogen wurde. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Du hast wirklich komische Freunde. Gehe ich eben ins Gästezimmer. Sag mal, bergst du denn überhaupt nichts? Wieso? Warum glaubst du, rede ich auf dich ein, dass du so schnell wie möglich mit Jacqueline das Haus verlassen sollst? Weil um 11 Uhr Judith ankommt und du jetzt schon die Nerven verlierst. Ach, du hast eben nicht genügend kaltes Blut. Gut, wir werden ja gleich sehen, wie kalt dein Blut ist. Judith ist bereits hier. Nein! Doch, da drin in deinem Zimmer, du kannst dir guten Tag sagen. Wie konntest du mir denn nicht früher einen Wink geben, du Esel? Ja, was tue ich denn die ganze Zeit? Ich winke, du Esel! Ich winke mit der Gartenlaube, mit der Lambus, mit den Vögeln, mit den Zirkeln, mit den Teilen. Aber ich bin der Idiot, der Frauen widerspricht. Also, am besten, ich gehe in ein Hotel und überlasse dich deinen Haaren. Also, das kannst du mir nicht antun. Ja, warum? Ist es mein Harem oder deiner? Also, auf Wiedersehen und viel Spaß. Robert, bitte, ich verliere jetzt nur nicht die Nerven. Du willst mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Ich bitte dich um Verzeihung. Du entschuldigst dich bei mir? Ich entschuldige mich bei dir. Aufrichtig. Aufrichtig! Gut, dann bleibe ich. Es ist ein großes Kompliment für mich, wenn sich so ein Don Juan wie du bei mir entschuldigt. Was tun wir jetzt? Ach so, das ist mir ja noch nie passiert, die Flugpläne. Ja, einmal musste es ja so weit kommen. Also, sieh zu, dass du so schnell wie möglich mit Jacqueline das Haus verlässt und ich werde Judith sagen, du seist irgendwo aufgehalten. Ja, gut. Und morgen wird Jacqueline wieder abfliegen und dann geht wieder alles im gewohnten Tempo. Glaubst du, die Schweizerin wird 3 Tage hier bleiben? 3 Tage? Robert! Oh, Schätzli! Und ich erst. Ja, aber leider! Aber leider muss ich auch schon gleich wieder weg. Das macht nichts, ich werde dich begleiten. Das ist unmöglich. Vollkommen unmöglich. Warum mischt sich dein Freund eigentlich in alles ein? Warum kann ich nicht mitkommen? Weißt du, das sind Männerangelegenheiten. Du weißt ja, wie das ist. Sie wissen ja, wie das ist. Könnten Sie uns nicht ein bisschen allein lassen? Ich? Wieso? Ach, störe ich? Aber Judith, er ist doch mein Freund. Ich habe keine Geheimnisse vor ihm. Oh, gnädiger Herr, Sie sind schon da? Ja, wie Sie sehen. Und Fräulein Judith ist auch da. Das war doch eine hübsche Überraschung für Sie, nicht wahr? Ja, sehr hübsch. Wünschen Sie nun das Abendessen? Ja, aber nur 2 Gedecke für Fräulein Judith und meinen Freund Robert. Was? Wir sollen ohne dich essen? Nein, wir warten schon, bis du zurück bist. Das erkennen Sie nicht. Ich werde es sicherlich länger brauchen. Gut,
dann werde ich auch nicht essen. Ich werde ein Bad nehmen und in unserem Bettchen auf dich warten. Das ist eine gute Idee. Ja, eine sehr gute. Oh, wie glücklich ich bin. Weißt du, dass ich diesmal 3 Tage bleiben kann? Ja. Eine schöne Überraschung. Die schönste. Ich wüsste nicht, was Sie das können. Wieso? Ich freue mich nur so mit Ihnen. Ich bin ganz selbstlos. Ich nehme ebenfalls lebhaften Anteil. Ja, danke, meine Freunde. So, aber nun solltest du schnell zum Baden gehen. Weißt du, ich muss mit Robert noch ein paar Kleinigkeiten besprechen. Immer diese Geschäfte. Aber bevor ich gehe, komme ich natürlich noch zu dir. Ein kleiner Kuss als Vorschuss. Aber nur einen ganz kleinen. Wüsst du nicht, was Sie das angeht? Ja, er hat recht. Wir müssen uns beeilen. So, sehe ich jetzt gleich anders aus? Oh! Mademoiselle ist auch da? Ja, der ist. Er wird erst morgen abfliegen. Erst morgen? Wie schön. Und Mademoiselle ist auch da. Aber Bernd, haben Sie schon einmal gesagt? Ach, das habe ich schon einmal gesagt. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich etwas sage. Vor lauter Freude. Hätte die Freude, hat sie übermannt. Gib mir einen Cognac. Sie sieht aus, als hätte sie einen Schock bekommen. Was? Einen Schock? Ja, aber ich wüsste ja gar nicht, woher oder warum mein Vater. Oh, danke. Das ist ja ein Doppeldreifacher. Ich werde ihn lieber in der Küche trinken. Mein Gott. Diese Freude. Ja, nun wird es aber höchste Zeit. Ja, allerhöchste Zeit, wenn wir gehen. Komm, wir gehen. Gehen? Wohin? Zum Abendessen oder was sollst du hin? Gesagt, dass ich wieder hier bleiben will. Mademoiselle, haben Sie schon einmal einen Tannenwald des Nachts gerochen? Ach, wie das duftet. Übrigens könnte ich da draußen jemanden treffen, der sehr wichtig für mich ist. Schön, dann geht du allein. Ich werde zu Hause ein Bad nehmen und unsere Mädchen aufgeschlafen. Was? Sie auch? Und der Mensch werde mich mit einem Tropf und nach all dem. Das ist unmöglich. Warum? Weil ich selbst auszugehen gedenke. Ach gut, dann würde ich eben allein auf Bernard warten. Also was du doch für eine Stubenhockerin bist. Ich? Eine Stubenhockerin? Das ist ja grotesk. Ich fliege im Jahr mehr als 300.000 Kilometer und du bewegst dich nicht einen Schritt von Frankfurt weg. Was sagst du mir? Ja, deswegen wollte ich ja heute Abend mit dir aufs Land fahren. Das ist eine fixe Idee von dir. Geht es Ihnen wieder besser, Bernd? Oh, ja, danke. Es war nur einer meiner kleinen Schwindelanfälle. Die treten von Zeit zu Zeit auf. Bei zu großer Überarbeitung. Sie sollten sich etwas aufruhen. Danke, Sie sind sehr nachfühlend. Haben Sie schon etwas für das Abendessen vorbereitet? Wieso für das Abendessen? Sie wollen auch hier essen? Nein, Fräulein Schatin sagte gerade, dass ich... sagte gerade, dass ich hier bleibe. Also ich gehe jetzt aus. Ich gehe auch aus. Dann gehen wir alle raus. Das ist eine glänzende Lösung. Ich habe eine bessere Lösung. Wir bleiben alle hier. Und ich stoche etwas Gutes für uns zu essen. Was haben Sie im Aufwert? 3 Kilo Sauerkraut und 8 Paar Frankfurter. Was für eine Idee! Wie kommen Sie denn auf Sauerkraut? Es stand auf dem Stundenplan. Hast du das bestellt? Ich? Nein, das muss Robert gewesen sein. Ja, ja, das war ich, liebe Sauerkraut-Leidenschaft. Und Frankfurter. Nein, nur Kopfwehpulver. Und das werde ich jetzt gleich nehmen. Ah,
jetzt fällt mir wieder ein, warum ich mit dir zum Essen gehen wollte. Wegen des Sauerkrauts. Ich dachte, wegen der Leute, die du treffen wolltest. Und wegen der frischen Luft. Herrlich, frische Luft. Eine Nacht in Offenbach. Gibt es etwas Schöneres? Die Grillen zwitschern, die Vöglein zirpen. Schön, ich gebe nach, aber wir werden gleich nach dem Essen wieder zurückkommen. Ja, gleich. Aber jetzt gehen wir, ich sterbe vor Hunger. Kommen Sie mit uns? Nein, er bleibt noch hier. Er vergeht also doch nicht auf? Ja, vorläufig nicht. Ich muss ja noch das Sauerkraut aufessen. Oh, die Frankfurter. Ich werde noch schnell meine Tasche holen, dann können wir gehen. Ja, aber bitte beeile dich. Oh Gott, meine Nerven. Du bist noch da? Was? Er hat rasende Nerven, ich meine Kopfschmerzen. Oh, mein armer Liebling, ich werde dir eine Aspirin. Nein, lass nur, das vergeht schon wieder. Aber sie würde dir sicher helfen. Ja, aber sobald ich an die frische Luft komme, wird das sicher vergehen. Davon bin ich überzeugt. Übrigens, haben Sie schon gebadet? Ich wüsste nicht, was Sie da haben. Ich frage nur so aus, Mitgefühl. Aber zu Ihrer Beruhigung, ich lasse gerade das Badewasser einlaufen. Ja, dann geh nur schnell zurück, sonst läuft es über. Du musst bald zurück sein. Ja, ja, sehr weit, sehr weit. Das wäre schrecklich. Warum? Weil sonst die Vöglein schlafen gehen. Und sie dann nicht mehr hören können. Aber wir werden um 11 Uhr wieder hier sein. Ja, natürlich, wir werden um 11 hier sein. Aber jetzt auf zu den Vöglein. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Was? Mein Badewasser. Wo ist Bernhard? Er musste noch schnell zu den Geschäftsleuten. Ja, und wenn das Wasser zu heiß ist, dann lassen Sie am besten Kaltes nachlaufen. Das hilft meistens. Danke. Ich werde Ihrem guten Rat befolgen. Ach, wie logisch ist diese Frau. Nein, was ist das für ein Haus? Ich liebe dieses Haus. Was ist denn das? Der Cognac scheint Ihrer Moral ja stark geholfen zu haben. Braucht man ja auch. Hier muss man wirklich eine eiserne Konstitution haben. Ach bitte, darf ich mir noch einen nehmen? Ich habe ihn dringend nötig. Bitte schicken Sie sich nur ein. Sie haben ihn wirklich verdient. Sie haben auch ganz schön mitgeholfen. Meine Hochachtung. Auf das Ihre. Sehen Sie, fängt schon wieder. Hallo? Ja, ich höre. Ein Telegramm. Ein Telegramm. Ja, ich notiere. Wie notieren Sie? Wehen des Sturmes über den Nordatlantik wäre um 23 Uhr wir in Frankfurt sein. Kuss! Janet. Janet? So, das ist alles. Na, danke. Mir reicht's. Na, ob das der Meister alleine schafft? Ich fürchte, heute will es noch einen Damenringkampf geben. Keine Sorge, da wird eben Fulda eingreifen.